Ja, moin und hallo zusammen, Leute. Willkommen zurück bei Elden Ring. Ihr seht schon, wir sind jetzt wieder in der Tafelrundfeste. Denn mir sind noch ein paar Sachen eingefallen. Zum einen hier mit diesem Buch, da gucken wir jetzt erstmal. Well then. Können wir ihm da, ja, wir können ihm das jetzt auch geben. Ich gebe jetzt einfach mal alles ihm hier. That is a work of heresy. Its incantations bear no lineage from the Erd Tree. Very well. Anrufung studieren, okay. Sagt er halt bei allem. Das ist schon ein bisschen komisch. Eine U-Flamme. Flammenschleuder. Woge-U-Flamme. Okay. Ah, gut, da hätte mich ja fast mal interessiert, was die Schildkröte dazu gesagt hat. Reden, hat der noch irgendwas zu There's erzählen? something I should mention to you as well. I'm Okay. thinking of leaving the Round Table Hold. Do you know of the noble Gold Mask? Though he was but a tarnished, living outside the lands between, he was a great scholar. Who foresaw the coming guidance of grace. And now, I hear he has come to the lands between alone, to contemplate the Golden Order. I wish nothing more than to seek his instruction, and perhaps even help him in his research. Interessant, okay. May the Golden Order shine through you. Interessant, hat er irgendwas, was er sagt? Anrufungen, nee. Ich quatsch jetzt mal mit jedem. Mein Hauptgrund, weshalb ich hier bin, da komme ich gleich zu. Always good to see you safe. So. Der hat ja auch nichts Neues, auch nichts Neues zu erzählen. Gehen erst zum Schluss zu meinem Hauptgrund, weshalb ich hier bin. Das ist mir nämlich eben tatsächlich aufgefallen, als ich mal noch kurz zwischen den Folgen die Aufnahmen gecheckt habe, ob alles soweit passt. Dem mir ja in der einen Folge mein Ton kaputt gegangen ist, bin ich jetzt ein bisschen vorsichtiger wieder. Well. I see you found another great rune. Wonderful. You are a worthy fellow tarnished indeed. Make the journey to the capital, Laendel, that lies to the east of the Altus Plateau, at the foot of the Erd Tree. The Two Fingers will deny your passage no longer. You may be our best hope. Find your way to the Elden Ring, for we are tarnished. And we must answer the call of grace. Okay. Das ist ja interessant. Was sagt sie denn mir jetzt irgendwas anderes, wenn ich sie mal über ihn, über sie frage, so rum? The Academy of Rhea Lacar. Renala is queen of the Car. And her great rune dwells with. Na, okay. Nee, tut er nicht. Wir können ihm auch nicht diese Schrifttreuen geben. Das können wir offenbar nur diesem Schildkrötenmann geben. Wir gucken jetzt nochmal hier unten. Was war mit denen eigentlich noch? Boah, es ist alles so viel. Den konnten wir doch auch irgendwas geben. Eine Klangperle. Ach, da haben wir aber keine weitere. Joa, hier die komischen Ritterrüstungen. Die können wir jetzt mal schön sonst wohin stecken. Die braucht man nicht. Was war das hier? Achso, ja. Speicherstein haben wir leider schon. Ah, interessant. Wir können bei denen auch Runenbögen kaufen. Das ist natürlich gar nicht verkehrt. Wenn uns die mal ausgehen sollten und wir sie wirklich dringend brauchen. Das kommt natürlich auch noch dazu. Interessant ist natürlich auch, was der Dude uns eben erzählt hat, von wegen, wir können jetzt zur Hauptstadt und uns wird der Weg nicht mehr versperrt. Könnten wir quasi jetzt schon das Ende des Spiels angehen oder wie ist das? Ich quatsche jetzt hier nochmal mit allen, mal gucken, was sie noch hat. I am pleased. Would you like me? The blessing is still a flame in your breath. Would you like to be? Then the date. Ich verstehe es auch nicht. Sie sagt immer, dass der Segen noch in uns brennt, aber irgendwie. Naja, ich raff nicht ganz, was damit aussieht, aber okay. Greetings. Are you here for spirit tune? Ja. Okay, da haben wir noch nicht genug Zeug. Wir könnten hier halt noch welche verbessern. Gräbertallinien. Ich meine, ich brauche die eigentlich für nichts anderes, ne? Stufe 1. Da bräuchten wir. Den habe ich einmal verbessert, was eigentlich ziemlich nutzlos war. Die Stufe 1 Dinger. Weiß ich noch nicht. Das mit den Marionettensoldaten klingt halt auch nicht verkehrt. Es sind immerhin schon mal zwei Stück. Und die Typen waren eigentlich auch nicht verkehrt, da sie halt immer wieder aufstehen. Die waren halt gerade gegen diesen Kommandanten schon echt nützlich. Gegen den könnte ich es demnächst auch mal wieder aufnehmen. Wisst ihr was, ich verbessere die jetzt nochmal. Bei denen hier? Die verbessert jetzt auch mal. Komm, was soll ich denn sonst mit dem Stufe 1 Zeug hier?
Und die verbessere ich jetzt auch nochmal. So, Stufe 1 Dinger haben wir jetzt keine mehr. Beziehungsweise wir haben keine Stufe 2 mehr. Hä? Was brauchen wir hier? Ah, da brauchen wir. Ach nee, mir fehlt es an Runen. Das ist es. Okay. Ihn kann ich nicht verbessern. Ihn könnte ich verbessern. Da brauche ich aber Runen. Ne? Das machen wir doch nochmal. Den finde ich eigentlich ziemlich geil. Das ist schon ein guter Kämpfer. Kommt, wir nehmen mal gleich 3 Stück hier. Ich habe keinen Bock, hier irgendwie rumzufrickeln. Ich glaube, es reicht noch nicht mal, oder? Das war ganz schön teuer, meine ich, den zu verbessern. Ja, bin ich. Klappe zu. Doch, das reicht. Ja. Stufe 3, da haben wir keinen. Okay, da haben wir ihn wieder verbessert. Gucken, ob er uns noch irgendwas Neues zu erzählen hat. Man weiß ja nicht. Nee, hier mal nichts weiter. Ich kann das Ding leider immer noch nicht verstärken, wenn es in Stufe 6 Stein fehlt. Und Rüstung können wir bei ihm nicht verbessern. Nee, schade. Das geht nicht. Ich glaube, das geht auch gar nicht. Ich bin gerade am Überlegen, ob das überhaupt schon mal in den Dark Souls Spielen ging. Ich meine aber nicht. So, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, weshalb ich eigentlich hierher wollte. Nämlich, wir haben ja auch wieder ein Echo bekommen. Nämlich von der Vollmondhexe. Und da will ich mal angucken, was das mir bringt. Shudder with exuberance. Fine work, brave tarnished. The greater will is pleased. You have earned the right to become Elden Lord. Now, seek the Erd Tree and an audience with Queen Marika. To become Elden Lord and restore the Golden Order. The fingers expect as much from you as they do young Gideon. Take this, a token of farewell. Talismanbeutel. Oh cool, dann können wir wahrscheinlich jetzt noch einen mehr ausrüsten. Das ist natürlich richtig fett. Elden Lord. Ja, aber jetzt doch noch nicht, oder? Ich habe 2 Main-Bosse gelegt und es sollen da insgesamt, wie viel waren es denn jetzt? 6 oder was? Nee. Das ist wahrscheinlich dann auch, wie soll ich denn sagen? Oh. Gibt es wahrscheinlich auch mehrere Enden und ich könnte mir nicht vorstellen, dass das gute Ende ist, wenn wir da jetzt direkt hinlaufen. Heldenausrüstung erhalten, was ist das denn? Robe der Königin, interessant. Okay, da könnten wir quasi das Zeug jetzt von ihr bekommen, hä? Ja, von Renala. Gut, das ist jetzt eher nichts für uns. Für Magier ist das bestimmt ziemlich fett, das Zeug. Kraft vom Echo erhalten, so. Karianisches, königliches Zepter, ja, war natürlich klar, dass das hier, dass das Magie-Sachen sind. Das Gaspain-Bain gab es die Axt, Gottreks Axt, Schanzerbrache. Ja, bisher halt noch gar nichts hier gemacht, ne? Können wir natürlich auch da Runen geben lassen, was wahrscheinlich richtig viel gibt, aber... Nee, ich behalte das jetzt erstmal. Mal gucken. Vielleicht wird das ja irgendwann noch für was anderes gut sein. Wer weiß. Wir quatschen sie jetzt nochmal bei Marika an. Queen Marika is the vessel of the Elden Ring, carrier of its vision. A god in truth. But after the Elden Ring's shattering, she was imprisoned in the Erd Tree. A grim punishment for shattering the order. Despite her godhood, speak. Marika's trespass demanded a heavy sentence. But even in shackles, she remains a god and a vision's vessel. Confer great runes to become Elden Lord and join Queen Marika as her consort. The fingers have willed it so. Now you may go. Okay. Now go forth. Let the words of the fingers guide you. Ich finde euch immer noch komisch. Ihr komischen Finger. Alles klar. Dann haben wir das soweit schon mal gemacht. Ich wollte mir eigentlich... Das war, wie gesagt, der Hauptgrund. Ich wollte mir das Echo angucken. Und jetzt gehen wir hier zur Hütte des Künstlers, um dann auf diesen Turm zu kommen, hoffentlich. Wobei ich mittlerweile glaube...
Wir müssen wahrscheinlich eher irgendwie hier runter. Aber das sehen wir ja gleich. Irgendwas anderes wollte ich mir eigentlich auch noch anschauen. Fällt mir gerade so ein. Beziehungsweise mir fällt es nicht richtig ein. Ich wollte noch irgendwo gucken. Irgendwo gucken, mit irgendwem quatschen, meine ich. Ach so, ne, da hatte ich ja eben von gesprochen, ob wir uns hier nochmal an dem Leutnant da probieren. Und diese komische goldene Nähnadel, was hat das eigentlich damit auf sich? Wir können ja hier unsere Kleidung anpassen, ändert sich das dann noch weiter? Wir können auch unsere karianische Rüstung anpassen, dann wird sie ja wird's auch wieder schlechter, aber auch leichter. Weil die Unterschiede halt relativ minimal sind, wobei bei manchen Sachen Schlagschaden ist schon eins weniger. Ne, ne, das lassen wir mal alles schön so. Zauber lernen, das können wir jetzt gleich mal machen, das ist doch gut. Ich glaube, ich nehme mal die schwarze Flamme raus. Und das Segens nehmen wir rein. Magiefestigung, lassen wir das. Oder nehmen wir... Flamme heile mich. Gift und Scharlachfäule. Brauchen wir jetzt zwar theoretisch noch nicht. An sich war das eigentlich ganz geil, ne? Aber wir nehmen mal hier wieder den Feuerball. Hin und wieder war der ja gar nicht so verkehrt. Jetzt gucken wir uns erstmal das Gemälde hier wieder an. Hütte des Künstlers. Untersuchen. Gemäldeauferstehung. Okay. Da unten läuft irgendein Rittertyp rum. Der sieht auch gar nicht so ohne aus, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Warum sollten wir schon fair kämpfen? Der sieht nämlich echt übel aus. Ja, der Schleichangriff hat ihn schon mal kaum gejuckt. Das läuft doch ganz schön. Was macht er jetzt? Okay. Das geht. So wenig Schaden machen wir auch nicht gegen ihn. Das sieht ganz cool aus. Muss ich mir lassen, ne? Bam. Jetzt habe ich keine Ausnahme jetzt. Uiuiuiui. Vorsichtig. Okay. Au. Ist aber ungeil von dir, Freundchen. Okay. Wenn du hier irgend so eine Scheiße abziehst, das können wir auch. Bam. Schau, hat er weggeploppt. Machen wir gleich nochmal. Oh, oh. Und weg mit dir. Gleich unsere Tränke wieder bekommen. Gebetbuch des Drachenkults. Okay. Aber gefällt mir ganz gut hier sein Design. Würde mir auch gefallen. Sah ganz, ganz nice aus, der Typ auf jeden Fall. Dann rennen Wölfe. So, jetzt gucken wir doch mal. Hier sind wieder Grabsteine. Hier kommen bestimmt wieder welche Skelette rausgeschissen. Oder? Ja, wusste ich's doch. Eben mal das gleiche mit euch hier. Jetzt direkt weggehauen, Freundchen. Da kommt der nächste. Treffen wir aber wieder nicht. Weg mit dir. Oh, da ist einer hinter uns. Penner, Alter. Es ist halt ein bisschen schade, dass unsere heilige Waffe nicht wenigstens den Effekt hat, dass sie einfach auch tot bleiben. Na super, für den Libellenkopf, wollen mich verarschen? Warum liegt der hier? Naja. Okay, es sieht mir nicht so aus, als gäbe es hier oben einen Eingang zu diesem Turm. Das sieht nicht danach aus. Und hier können wir auf jeden Fall nicht einfach runter. Da unten sieht es mir sehr nach Eingang aus. Dann... müssen wir doch irgendwie... Hier sind wir rübergeritten, ne? Dann hätten wir doch hier runter gemusst. Gucken wir jetzt mal auf der anderen Seite. Könnte ja auch gut sein, dass hier irgendwo so ein...
so ein Sprungding ist für unser Pferd. Da wird sich irgendwie gebettelt oder was? Das Auge der Bestie zittert. Ah, das war noch hier. Diese Untoten, ne? Da ist wieder so ein Fährmann. Ja, alles klar. Den kaufen wir uns doch mal, oder? Oh nein. Ach Mann. Natürlich den Maximalschaden gedodged, der Penner. Jetzt ruft er Unterstützung. Aber jetzt muss es hinhauen. Jetzt muss ich ihm richtig einschenken. Jetzt vorsichtig. Jawohl, daneben, Freundchen. Jetzt kommen wir gleich nochmal drauf. Okay, vorsichtig. Oh, sehr gut, er hat seine eigenen Männer wieder getötet. Das finde ich sehr schön. Sehr freundlich von ihm. Trinken. Traube für ihn. Na komm. Oh, come on, ey. So, nicht dein Ernst hier. Au. Eieiei. Erstmal haben wir den noch so schön weggehauen hier. Bams. Ei. Vorsichtig. Oh, oh, oh. Fuck, 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 fuck. Leute, jetzt war ein Problem. Ich habe nicht mal die Heiltränke ausgerüstet. Jetzt aber. Hinlaufen und weghauen jetzt. Bams. Jetzt. Klatsch mir einfach um. So, erledigt. Penner. So, fehlt der Rest auch. 4-7. Und eine Todeswurzel wieder bekommen. Cool. Asche des Skelettbanditen. Das klingt auch interessant. Okay, nice. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, aber sehr nett. Da hinten gibt es noch was zu plündern. Schauen wir uns auch gleich nochmal an. Hier drüben auch. Jetzt hier. Trinas Lilie. Das war auch für irgendwas Nützliches. Schmiedestein Stufe 3. Gib mir mal lieber ein paar fette Dunkelschmiedesteine. Stufe 6 oder 7 oder was ich da brauche. Das wäre mal schön. Okay, ja, sind wir wieder beim Thema, ne? Ruckzuck wird mal wieder von irgendwas abgelenkt. Das Ding könnten wir jetzt ja zu diesem Bestienkleriker bringen. Und hier geht es nirgendwo runter. Schade. Ist die Frage, gibt es denn hier vielleicht irgendwo in der Nähe einen Ort der Gnade? Gucken wir uns hier nochmal ein bisschen um. Das finde ich nämlich ganz nett, bevor wir hier wieder abhauen und in die andere Richtung reiten. Wäre das doch eigentlich ganz nice, wenn wir hier dann leicht wieder hinkommen würden. So rein vom Abstand könnte es eigentlich schon fast passen. Ist das da eigentlich? Ja, das ist die Mania-Akademie, ne? Ja, okay. Gab hier noch andere Orte hier auf jeden Fall. So, da hinten würden wir einen Heiltrank bekommen. Den können wir eigentlich auch gut gebrauchen. Stehen bleiben. Oh nein. Kann halt nicht zuhauen und wegen rennen. So, wer damit? Dankeschön. Okay. Gucken wir nochmal. Da läuft irgendwas in dem Fluss rum, aber so eine Krabbe. Die mag ich ja auch nicht so wirklich, ne? Oh, da hinten. Seht ihr das da am Horizont, hätte ich fast gesagt, an der Klippe dort oben. Da ist doch wieder so eine komische Schale. Und da gab es doch auch immer geilen Scheiß. Hier diese heiligen Tränen zwar nicht, aber was gab es denn da sonst? Oder waren das auch heilige Tränen? Irgendwas gab es da? Sternenlichtsplitter, okay. Okay, okay, okay. Na komm, auf. Da hoch. Dann haben wir immer die Türme. Ich hätte hier echt gern Ort der Gnade, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber hier geht es ja auch noch richtig weit weiter. Das ist ein Wald vor uns. Da ist die Krabbe drin. Aber eigentlich möchte ich erstmal auf den Turm, um diese Rune aktiv schalten zu können. Ich will wissen, was sie kann. Auch wenn ich glaube, dass ich mit unserer jetzigen eher zufrieden bin. Weil wenn die das tut, von dem ich glaube, dass sie es tut, nämlich uns ohne Penalty für Runen wiederzubeleben, dann
Nee. Kann ich drauf verzichten. Weil wir müssten sie ja jedes Mal dann wieder neu aktivieren, um diesen Bonus eben zu bekommen. Und das verballert ja nur Runenbögen ohne Ende und ansonsten bringt uns das ja kaum was. Also dann habe ich wirklich lieber, nutze ich einen Runenbogen, um unsere Stats zu verbessern, solange wie wir am Leben sind. Weil ist ja meiner Meinung nach eine bessere Devise zu sagen, wir sind stärker und sterben nicht so schnell, als zu sagen, uns passiert nichts, wenn wir sterben. Einfach gar nicht zu sterben, halte ich für die bessere Taktik. So, was ist hier unten wieder in so einem scheiß Sumpf? Ach Leute, das gefällt mir aber nicht. Ich laufe jetzt hier auch so planlos durch die Gegend. Ich könnte natürlich dann sonst auch von hier unten irgendwie da lang, oder? Ist hier wenigstens mal einfach, ich möchte eigentlich einfach nur einen Ort der Gnade haben, den wir nutzen können. Was geht hier unten ab? Geistersoldaten, okay. Was ist das da hinten? Sieht ja auch merkwürdig aus. Das ist die Festung, wo Rodrik drin war. Hm. Ich sehe nirgendwo einen Ort der Gnade, ey. Das ärgert mich schon richtig. Ich will eigentlich ja nur zu dem Turm. Weil jetzt, wie gesagt, laufen wir hier sehr blind irgendwie durch die Gegend. Dabei sehe ich doch wieder die Hälfte, wenn ich mich hier jetzt nicht in Ruhe umsehen kann. Da ist wieder so ein Geistertypi, den wir quatschen können. Was ist das sozusagen? Komm. Ah, die Puppen belagern uns. Ja, okay. Da ist ein Ort der Gnade, sehr schön. Können wir uns hier mal anders weiter umsehen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann gehen wir jetzt... ja, hier hinten zur Kirche und dann müssen wir da hinten runterreiten. Nach hier quasi erst und dann dort rüber. Huch, das hätte ich auch gleich machen können. So. Oh, geht's von hier aus schneller? Ach, eigentlich ist es scheißegal. Bevor ich dann nachher noch runterfalle über diesen komischen Brückenabschnitt. Wo ich gerade dieses Ding hier auf dem Ladebildschirm so rum nämlich, sehe. Ich weiß gar nicht mehr, was ich dort eigentlich opfern konnte. Ich weiß nur, dass was auch immer es war, ich hatte es noch nicht. Das könnte sich mittlerweile aber auch geändert haben. Mann, das ist genau das, was ich halt meinte. Von wegen, dass man in diesen Spielen echt schnell, oder ich zumindest, ich möchte es ja nicht verallgemeinern für alle Spieler, aber ich verliere und vergesse in solchen Spielen immer eine ganze Menge Sachen, weil es halt echt komplex ist und es eben halt auch keinen Questlog gibt. In so Fällen bin ich wieder dabei, fände ich tatsächlich einen Questlog irgendwie schon ganz angemessen. Einfach nur um sozusagen, man ist an diesen Tempel gegangen und da steht, man kann dies und jenes opfern oder nutzen oder einlösen, was auch immer. Und dass dann das Spiel dann das in den Questlog schreibt, dann hätte ich jetzt mich einfach den Questlog öffnen können, um zu gucken, was für ein Item ich brauche. Mehr will ich ja eigentlich gar nicht. Einfach nur mal so eine Gedächtnisstütze. Aber ich persönlich finde es halt dann doch irgendwie arg schwer, mir diesen ganzen Kran zu merken. So, das könnte jetzt eklig werden. Oh. Die beiden haben wir zumindest schon mal erledigt. Nein, lass die Scheiße, Junge. Alter. Au. Au, au. Komm her. Ja, wie gefällt dir das, ne? Fettes Arschloch. Was hast du davon? Wird nicht gezaubert. Gleich einen Trank zurückbekommen. Mönchsflammenstreitkolben. Cool. Cool. Ob ich das auch gerade so lese von wegen Streitkolben? Ich hoffe ja immer noch. Ja, macht keinen Feuerschaden. Schade.
Ein Kriegshammer, der an flackernde Flammen erinnert. Die typische Waffe der Feuermönche von den Berggipfeln der Riesen. Der einzigartige starke Angriff dieser Waffe entfacht euren Kampfgeist. Hatten wir so ein Ding nicht schon mal? Wir hatten irgendwas anderes von denen, ne? Das kommt mir so bekannt vor, der Text. Scheiße, jetzt habe ich gerade vergessen, was ich sagen wollte. Ach so. Und zwar, dass ich ja immer noch hoffe, dass wir doch nochmal gegen diese Kristallgegner irgendwann kämpfen. Weil ich einfach mal rausfinden möchte, ob dein Streitkolben nicht besser gewesen wäre als meine Waffe. Vor allem, ich habe gemerkt, dass meine Theorie von wegen magischer Schaden absoluter Humbug war anscheinend, weil das hat ja gar nichts gebracht. Alter Schwede. Ja, falls ihr es nicht gehört habt, ich habe gerade einen halben Herzinfarkt bekommen. Leck mich am Arsch. Ich versuche hier hochzuklettern, der Typ hat sich wahrscheinlich gedacht, was macht ihr denn da? Meine Fresse, hat er mich erschreckt. Ja, würde ich einfach mal gern wissen, ob da ein Streitkolben doch die bessere Wahl gewesen wäre. Theoretisch, um so ein Vieh aus Kristall zu bekämpfen, ne? Schön zertrümmern damit. Ich habe es vor allem, glaube ich, sogar bei meinen ersten Versuchen sogar noch gesagt, dass ich das mal probieren müsste. Ich habe es dann nicht gemacht, ärgere ich mich gerade ein bisschen drüber. Ich meine, ich habe sie zwar besiegen können, ne? Was machst du? Was wird das? Aber ich hätte es einfach mal gern rausgefunden. Von daher. Aber da liegen Panzerbrecher, das sieht ganz cool aus. Da habe ich auch wieder so einen Degen, also ein Stoßschwert quasi. Stoßschwert. Ich rüste es mal kurz aus. Schon ganz cool irgendwie. Verdammt schnell, alter Schwede. Schon irgendwie fett, muss ich zugeben. Eigentlich unser... Ach nee, das ist der... Der Rapier von dem Magier. Der ist quasi genauso schnell, ne? Unser Degen war ja langsamer, weil das ein Zweihanddegen war. Wo ist denn der eigentlich hin? Da, großer Degen. Schon ewig nicht mehr eingesetzt. Der ist definitiv langsamer. Aber mit unserer Sense fahren wir eigentlich schon ganz gut, muss ich sagen. Das ist schon witzig irgendwie. Ich bin eigentlich nur aus Neugier damals bei Nioh zum Speer gekommen, beim ersten Teil von Nioh. Wollte eigentlich schön Katana spielen und fand den Speer dann aber irgendwie sehr spaßig. Und bin dann praktisch das ganze Spiel auch dabei geblieben, habe das Katana nur noch sehr, sehr selten benutzt. Mein kompletten Bild auf Speer gebaut, hätte nie gedacht, dass man mit Speeren kämpft in so Spielen. Und mittlerweile nutze ich die sehr gerne. Oh, was ist denn jetzt los? Irgendwer schießt auf mich. Irgendeine Magierkacke. Hier schon wieder, ich höre es doch. Nur von wo? Wo ist er? Hier oben irgendwo drauf? Irgendwer wollte doch gerade auf mich schießen. Da hinten rennen irgendwelche Viecher rum. Ich sehe aber niemanden, okay. Ja, hätte nie gedacht, dass ich mal gerne mit Speeren kämpfe. Hat mir aber tatsächlich so viel Spaß gemacht, dass ich auch im zweiten Teil von Nioh direkt mit dem Speer weitergemacht habe. Und auch in The Search mit Speeren und Stangenwaffen gekämpft habe, weil ich dann doch wirklich die Reichweite und so weiter sehr zu schätzen gelernt habe. Und auch hier jetzt mit einer Sense zu kämpfen, hätte ich auch nie gedacht. Weil Sensen jetzt auch nicht so unbedingt meine Waffe der Wahl gewesen wären. Aber die hier ist halt irgendwie doch ganz nett. Bislang gute Dienste erwiesen. Was natürlich aber auch an ihrer Fähigkeit liegt, aber dafür gibt es sie ja nun mal. Jetzt haben wir den nächsten Ort der Gnade. Und was hast du hier? Oh, Himmelskugel an die Nachtwelt weitergegeben. Die Weisheit des Mondes und der Sterne. Und für immer verschleiert seien die Sünden der Prinzessin. Okay. Interessant. Können wir hier irgendwas machen? Podest unter so. Etwas gehört auf dieses Podest. Okay. Der Geist, der da geredet hat und meint irgendwas von wegen verschleiert von der Prinzessin, meint er die Vollmondhexe? Sie dann Prinzessin? Hm.
die Frage, was da jetzt drauf soll. Das sieht gar nicht so einfach aus, um ehrlich zu sein. Okay. Ja, wisst ihr was, Leute? Was es hier mit diesem ganzen Gedöns auf sich hat, das erfahrt ihr dann erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.